Ich bin Frederik in der Rewe-Küche und zeige euch heute, wie man Couscous kocht. Zwei Varianten werden wir machen. Einmal in Brühe gar ziehen und einmal mit kochendem Wasser übergießen. Wir starten zuerst mit dem Couscous, den wir in Brühe kochen. Dafür muss ich die Brühe natürlich erstmal erhitzen und zum Kochen bringen. Sobald die Brühe kocht, gebe ich den Couscous in die kochende Brühe. Gebe jetzt schon das Öl dazu und schmecke je nach Bedarf noch mit ein wenig Salz an. Einmal schön vermengen. Nun den Couscous mit geschlossenem Deckel für ca. 5 Minuten quellen lassen. Ich lockere den Couscous ein wenig auf und sehe schon, dass der fast fertig ist. Jetzt zeige ich euch noch eine zweite Variante. Und zwar übergießen wir den Couscous einfach mit heißem Wasser. Das Schöne am Couscous ist, dass ihr ihm wirklich jeden Geschmack geben könnt. Ihr könnt ihn entweder so ein bisschen orientalisch machen und mit Koriander und Kreuzkümmel arbeiten. Ihr könnt ihn aber auch etwas süßlicher machen und zum Beispiel Orangensaft aufzukochen und den rüber zu gießen. Oder andere Brühen, Gewürzfonds oder ähnliches. Zuerst den Couscous in die Schüssel. Das Öl. Und Salz. Und übergieße ihn mit kochendem Wasser. Einmal umrühren. Und auch abgedeckt ca. 5 Minuten quellen lassen. Das Schöne an der Variante mit dem Wasserkocher ist, dass ihr, egal wo ihr seid, ganz schnell Couscous gekocht habt. Ob beim Campen oder im Büro, Couscous ist super schnell fertig und richtig einfach. Und ihr seht, beide Varianten sind richtig schön fluffig. Ich finde, das ist auch wirklich die perfekte Beilage zu Fisch oder Fleisch, weil sie einfach so schnell geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.